herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Ja, mein heutiger Gast ist in Aarau zugeschaltet und es ist die Sarah Maximilian. Sarah, ich begrüße dich nochmals ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hallo Christoph, schön, dass ich wieder dabei sein kann. Ja, du bist wieder dabei, weil wir hatten in der Episode 398 schon zusammen gesprochen. Du bist ja Leiterin Kundenservice, Anwendungstechnik und Product Management. Und ja, wir haben damals auch schon über deinen beruflichen Weg gesprochen und ja, ich würde auch sagen, typisch Top-Jobs im Wandel, hat sich auch bei euch recht viel getan. Das heißt, wir haben auch hier eine Stelle in der Westschweiz, die hatten wir damals zwar auch schon, aber auch da hat sich jetzt einiges noch getan. Das heißt, wir haben im Bereich Product Management noch dazugenommen insgesamt im Bereich Anwendungstechnik ist das ja. Und da möchte ich gern mit dir nochmal drüber sprechen. Für diejenigen, die da vielleicht die erste Episode nicht gehört haben, kannst du dich vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen. So, mein Name ist Sarah Maximilian. Ich bin jetzt seit 3 Jahren bei der Schöck Bauteile AG. Bin in der Anwendungstechnik gestartet, also habe einen sehr technischen Hintergrund, habe Bauingenieurwissen studiert, war als Tragwerksplanerin tätig und verantworte jetzt seit einem Jahr die Anwendungstechnik und das Produktmanagement und seit einem halben Jahr zusätzlich den Kundenservice. Sehr gut. Jetzt lass uns da vielleicht gerade mal einsteigen. Und zwar, ihr sucht ja da eben beratende Bauingenieure für die Westschweiz, nicht nur für die Westschweiz, aber jetzt sprechen wir heute mal speziell über die Romandie. Und da vielleicht mal zuerst mal so die Frage, warum sollte man überhaupt für die Schöck Bauteile AG arbeiten? Warum sollte man sich für die Arbeit bei euch interessieren? Also ich finde das sehr speziell hier bei uns und ich habe das so auch tatsächlich noch nie erlebt. Bei uns steht wirklich der Mensch im Mittelpunkt. Also wir versuchen wirklich den Menschen zu sehen und den Menschen anhand seiner Stärken zu schätzen und zu fördern. Klingt schon mal nicht schlecht. Wie lautet jetzt die genaue Bezeichnung der Stelle? Wir suchen einen technischen Berater, eine technische Beraterin in der Anwendungstechnik und gleichzeitig mit Produktmanagerin. Was würdest du sagen aus deiner Sicht, was macht den Job so speziell oder vor allem auch so interessant? Also für mich persönlich ist es vor allem die Abwechslung. Also man hat jeden Tag was Neues, man weiß nie, was kommt. Das ist sehr schnelllebig, der Kontakt zu den Menschen. Also man muss wirklich viel Spaß daran haben, mit Menschen zu kommunizieren. Und den Spielraum, den man hat in der Verantwortung für ein Produkt. Okay. Und mit welchen Aufgaben ist man dann betraut? Weil es ist ja nicht nur unter Anführungszeichen die Anwendungstechnik, sondern es ist auch das Product Management dabei. Welche Aufgaben hat dann die Person? Also im Tagesgeschäft ist es die Beratung von Kunden. Da ist es hauptsächlich die Zielgruppe der Ingenieure. Das heißt, man macht technische Ausarbeitung von Anschlusslösungen, speziell für einzelne Projekte. Und man rechnet auch Sonderkonstruktionen. Im Produktmanagement, da ist man die Schnittstelle nach Deutschland und zum Vertrieb. Man vertritt die Marktbedürfnisse, also man muss rausfinden, was braucht der Markt und das durchsetzen und Trends erkennen und mit der Forschung und Entwicklung in den Catch gehen. Das ist doch recht komplex an und für sich. Das heißt, auf der einen Seite habe ich die ganze Kalkulationsarbeit als Bauingenieur und dann auf der anderen Seite muss ich auch die Marktbedürfnisse erkennen und vertreten. Das ist doch recht anspruchsvoll auch noch, oder? Ja, es ist anspruchsvoll, es ist herausfordernd, es ist was Neues. Also gerade als Bauingenieur ist man ja nicht typisch im Produktmanagement tätig. Also es ist wirklich was, wo man sich weiterentwickeln kann. Aber was kann man da tatsächlich bewirken auch im Unternehmen? Also bewirken, im Tagesgeschäft arbeitet man selbstständig. Also man ist verantwortlich für die Projekte, die man kommt. Klar, es gibt Leitplanken, die definiert sind, die definieren wir im Team. Da hat man einfach die Möglichkeit quasi, man ist Spezialist für die Produkte, ja, und man hat ein viel größeres Wissen über die Produkte als all unsere Kunden und kann denen damit ganz neue Welten eröffnen. Also man kann die zu neuen Lösungen führen, die Kunden selber nicht sehen, weil sie nicht die Spezialisten auf den Produkten sind. Und im Produktmanagement, da hat man natürlich wirklich die Möglichkeit, den Markt zu begleiten, das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf den Markt zu bringen und so der Firma wirklich einen großen Benefit zu leisten. Welches Rüstzeug, welche Erfahrungen muss man mitbringen, um bei euch auch erfolgreich zu sein?
Ein abgeschlossenes Studium im Bauingenieurwesen ist sehr förderlich. Erfahrung in der Tragwerksplanung, gerne in der Schweiz. Und Französisch verhandlungssicher und Deutsch sehr gute Kenntnisse. Okay. Und das heißt, also es muss ein Bauingenieur sein, Bauingenieurin natürlich, Tragwerksplanung und eben beide Sprachkenntnisse, Französisch und Deutsch sozusagen. Das sind dann auch schon die Muss-Kriterien eigentlich, oder? Das sind die Muss-Kriterien, ja. Okay. Genau. Und jetzt, wie sieht das jetzt im Tagtäglichen aus? Wie oft muss man in Aarau sein? Kann man auch im Homeoffice arbeiten oder ist man wie bei den Kunden draußen? Wie sieht das aus? Also Kundenkontakt haben wir vorrangig über Telefon und E-Mail. Also man ist mal bei einem Kunden, um wirklich ein konkretes Projekt zu besprechen, aber wirklich für den Kontakt permanent bei den Kunden haben wir unsere Produktingenieure, die im Außendienst tätig sind. Wir sind im Innendienst tätig. In Aarau zu sein, ich begrüße das, ja, weil das Team ist wirklich so ein zentraler Bestandteil meiner Philosophie und ich glaube, es tut den Leuten auch gut, wenn sie im Team beisammen sind. Das hängt jetzt natürlich davon ab, wo die Person wohnt, die wir finden. Also wir sind da auch offen für Hybridlösungen. Das heißt, je nachdem, wo die Person wohnt, auch ein oder zwei Tage in der Woche nur im Büro, ist für mich auch fein. Also man müsste, wenn ich das richtig verstanden, man müsste so also ein, zwei Tage in Aarau sein und sonst könnte man auch im Homeoffice arbeiten. Ja, also wenn jetzt jemand hier gleich in Aarau wohnt, würde ich es bevorzugen, die wäre hier im Büro, weil es einfach gut fürs Team ist. Wenn jetzt jemand weiter weg wohnt, dann kann ich mir auch eine ein- oder zweitageslösung vorstellen. Okay, da seid ihr doch auch recht flexibel an der Stelle, das ist super. Genau, ja. Jetzt, wie kann man sich auch entwickeln bei euch? Welche Entwicklungsmöglichkeiten stehen hier offen für die? Also in der Schweiz gibt es die Möglichkeit, sich im Produktmanagement weiterzuentwickeln. Also das wäre jetzt hier zum Start eine Produktgruppe. Wir haben mehrere Produktgruppen. Wir müssen schauen, wo es hinführt. Ja, da gibt es die Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, man möchte einen Standpunktwechsel durchführen, also doch in den Außendienst, gäbe es natürlich die Möglichkeit, als Produktingenieur unterwegs zu sein. Und sonst international sind da quasi keine Grenzen gesetzt. Klingt gut. Was müsste man vielleicht noch über die Stelle oder auch die Firma Schöck noch wissen? Was haben wir vielleicht jetzt noch nicht besprochen? Ja, da kann man natürlich noch vieles sagen. Aber wie du weißt, Christoph, kochen wir alle nur mit Wasser. Bei uns ist es aber tatsächlich so, dass wir gerne gemeinsam kochen und wirklich versuchen, für jeden sein Lieblingsgericht zu finden. Wow, was ist denn dein Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht? Ah, ich bin da recht flexibel. Aber im Moment hänge ich an der Lasagne. Der Lasagne, das ist doch sehr schön. Bei uns zu Hause die Salagne. Meine Kinder konnten das lange nicht richtig aussprechen und jetzt ist es die Salagne. Genau, sehr, sehr schön, wunderbar. Jetzt, wie kann man am besten also Kontakt aufnehmen? Ist klar, man kann sich natürlich direkt hier bewerben. Ich werde das dann auch mit den Kandidaten auch entsprechend anschauen im Vorfeld. Aber man kann natürlich dann auch direkt zu euch Kontakt aufnehmen. Wie macht man das am besten? Genau, man findet meinen Kontakt auch auf der Homepage, auf schöck.com. Man findet mich auf LinkedIn oder auf Xing. Da gibt es diverse Möglichkeiten, bin via Mail oder Telefon gut zu erreichen. Werden wir auch entsprechend alles dann auch aufführen. Was möchtest du uns vielleicht noch so zum Abschluss noch mitgeben oder mitteilen? Ja, ich würde mich freuen, wenn sich jemand bewerben wird, der wirklich Lust hat, mit uns zu arbeiten, der Spaß an der Arbeit hat, Lust auf diese Stelle und mit uns dann einen gigantisch guten Weg gehen mag. Einen gigantisch guten Weg. Ja. Das ist richtig schön. Wunderbar. Sarah, vielen, vielen Dank für das ganz tolle Gespräch. Alles Gute und bis bald wieder. Sehr gerne. Mach's gut, Christoph. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.